Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich habe eine Vorlage für eine Klage auf immateriellen Schadensersatz gegen euer Jobcenter von einem Mitglied aus der Community weitergeleitet bekommen. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und zwar könnt ihr euer Jobcenter vor dem Sozialgericht verklagen wegen Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung bei unvollständiger DSGVO-Auskunft. Öffentliche Stellen in Deutschland müssen zwar keine Bußgelder gemäß Datenschutzgrundverordnung bezahlen, siehe § 43 Bundesdatenschutzgesetz Absatz 3, aber immaterieller Schadensersatz ist etwas anderes und dafür kann man auch die Jobcenter zur Kasse bitten. Die Vorlage kommt von Markus Seifert, einem richtig coolen Typen, einem Rechtswissenschaftler mit einem zwar etwas liberal-konservativen Hintergrund, wie er sich selbst beschreibt, der aber sein Herz für soziale Themen entdeckt hat. Ich verlinke euch auch mal seinen Blog hier unten in der Videobeschreibung, wenn ihr mehr erfahren wollt über Markus und seine Arbeit. Markus hat auf jeden Fall eine Klagevorlage geschickt, die ihr gerne verwenden könnt, wenn ihr wollt. Das heißt, wenn ihr bei eurem Jobcenter eine vollumfängliche DSGVO-Anfrage gemäß Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung gestellt habt und wenn die nicht vollständig beantwortet wurde, dann könnt ihr euer Jobcenter jetzt ganz einfach mit dieser Vorlage bei eurem Sozialgericht verklagen. Vielen Dank, Markus! Was alles in einer vollumfänglichen DSGVO-Anfrage enthalten sein muss, das steht in der Arbeitshilfe für Jobcenter zum Umgang mit den DSGVO-Anfragen, die netterweise der Bundesdatenschutzbeauftragte erstellt hat. Die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Ich habe das auch schon mal im Video zusammengefasst. Das verlinke ich euch auch hier. Für den Fall, dass ihr eure vollumfängliche DSGVO-Anfrage noch gar nicht gestellt haben solltet, verlinke ich euch auch die Vorlage für eine vollumfängliche DSGVO-Anfrage in der Videobeschreibung. Die DSGVO-Anfrage, die könnt ihr einfach copy-pasten und an euer Jobcenter schicken und dann solltet ihr in einem Monat eure Antwort bekommen. Falls das nicht der Fall ist, müsst ihr euch nochmal beim Bundesdatenschutzbeauftragten beschweren. Manche Jobcenter, die brauchen ein bisschen, bis in die Gänge kommen. Falls ihr eure Antwort auf eure DSGVO-Anfrage aber schon erhalten habt, dann prüft jetzt mal, ob die wirklich vollständig ist. Und falls sie das nicht ist, dann verklagt doch einfach euer Jobcenter auf immateriellen Schadensersatz bei eurem, mit dieser Vorlage. Beim Sozialgericht macht man das. In dieser Vorlage müsst ihr eigentlich nur ein paar ganz kleine Kleinigkeiten anpassen, die mit eckigen Klammern markiert sind. Unter dem Sachverhalt müsst ihr da das Datum anpassen, wann ihr die DSGVO-Anfrage gestellt habt und wann ihr die Antwort erhalten habt und was genau bei euch gefehlt hat. Und unter der Überschrift der Gründe müsst ihr dahinter Sozialgericht einfach die Stadt oder den Ort, in dem euer Sozialgericht steht, schreiben. Ich glaube, das war es eigentlich schon, was ihr da anpassen müsst. Ich poste euch die Vorlage für die Klage entweder in die Videobeschreibung oder oben in die Kommentare, falls es nicht in die Videobeschreibung passen sollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich durchblicke diese Gesetze, die Markus da zitiert und das ganze rechtliche Blablabla nicht wirklich, sondern ich vertraue hier ganz blind auf Markus' Arbeit. Markus sagt aber auch, ich kann hier gerne einen Aufruf für Vorschläge zur Verbesserung starten. Das heißt, wenn ihr das an irgendeiner Stelle noch verbessern könnt, dann meldet euch. Er selbst meint, es gäbe bestimmt noch einiges zu verbessern. Ich persönlich finde aber, es sieht sehr professionell aus und ich kann mit Sicherheit nichts Qualitätssteigerndes hinzufügen. Falls ihr es könnt, sagt auf jeden Fall Bescheid bzw. schreibt es in die Kommentare. Markus hat auch noch darauf hingewiesen, dass bei der Begründung des immateriellen Schadens derzeit noch viel Überzeugungsarbeit vor deutschen Gerichten notwendig ist, weil die recht großzügige Handhabung von immateriellen Schadensersatz in Deutschland unüblich ist. Aber der Europäische Gerichtshof hat mittlerweile wohl schon in mehreren Entscheidungen die Konturen stärker nachgezeichnet
und das direkt anzuwendende Europarecht ist hier vergleichsweise vorteilhaft für die Betroffenen. Das heißt im Klartext, falls euer Sozialgericht rumzicken sollte und von einer großzügigen Handhabung des materiellen Schadensersatzes überzeugt werden muss, dann sucht entweder selbst nach diesen neueren Urteilen vom Europäischen Gerichtshof zum immateriellen Schadensersatz oder gebt Bescheid und wir machen das zusammen. Ich habe schließlich auch mal 2 Wochen Rechtswissenschaften in Bayreuth studiert. Das sollte also alles kein Problem sein. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Klage. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Markus, für deine Arbeit und für das zur Verfügung stellen der Vorlage. Schreibt mir gerne, wenn ihr vorhabt, die Klage zu verwenden und was eure Erfahrungen damit dann waren. Oder schreibt auch, wie gesagt, wenn ihr irgendwo Vorschläge zur Verbesserung habt. Ich werde auf jeden Fall probieren, meine DSGVO-Antwort, die ich auf meine Anfrage bekommen habe, bald auf Vollständigkeit zu prüfen und mal wirklich abzugleichen, was ich bekommen habe und was in dieser Arbeitshilfe vom Bundesdatenschutzbeauftragten steht und dann gegebenenfalls meine Klage schicken ans Sozialgericht Hamburg. Genau, macht das auch, wenn ihr Lust habt. Ich danke euch im Voraus für eure Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal an Markus. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.